Jo, moin, hoi, mein lieben Landratten und Rädchen da draußen, damit wieder herzlich willkommen zurück zu Bounty Train. Tschu-tschu! Und mit dabei ist der gute Valvo. Servus und hallo. So. Also, wir waren letztes Mal in Jacksonville, haben wir gerade festgestellt. Genau, frisch reingekommen und uns das auch mal angeschaut, genau. Was es da so gibt. Und es gibt da eine Apotheke, genauso wie in Montgomery. Da waren nämlich auch letztes Mal relativ neu, erst hier diese zwei Städte. Genau. Also unsere Aufgabe hier unten für James Fisk wäre einmal quer zurück nach oben links, nach Chicago, um mit dem da zu sprechen. Wir haben auch noch die Aufgabe in Cincinnati. Das ist auf mittlerer Strecke dort. Fahren nach Jacksonville, sprechen mit Mark Hopkins. Warte mal. Das können wir doch machen hier. Mark Hopkins. Deswegen waren wir da. Wir haben noch gar nichts gemacht letztes Mal hier. Nee, wir sind da nur mal angekommen, weil. Ja. Damit was wir nächstes Mal nicht vergessen. Okay. Hat gut geklappt. Ein Hoch auf unser Gedächtnis. So. Mark Hopkins. Das wäre jener hier. Guten Tag. Mein Gruß, ich heiße Walter Reed und ich habe erfahren, dass Sie Anteile am Unternehmen meines verstorbenen Vaters halten. Wären Sie bereit, mir diese Anteile zu verkaufen? So einen Andrang habe ich gar nicht erwartet. Habe ich übrigens, habe ich irgendwas verpasst? Erst taucht Cornelius auf und nun Sie. Die Sache liegt mir sehr am Herzen. Meine Crew und ich sind 1000 Meilen gereist und haben Banditenattacken überlebt und vieles durchgestanden, um sie zu finden. Über 1000 Meilen musst du gehen. Wir haben es mit Indianern, mit Banditen zu tun gehabt, weil unsere Schwester ist 10-mal krank geworden. Wir haben Gefechte gefochten. Dinge gekauft. Nichts war uns zu heilig, um nicht hier anzukommen. Beeindruckend. Ich wünschte, mein Sohn wüsste um die Wichtigkeit echter Kameradschaft wieder zwischen Ihnen und Ihrer Crew. Ich glaube, ich habe eine Idee. Oh, nee. Was schwebt Ihnen denn vor? Nun, ich will es nicht beschönigen. Mein Sohn Timothy ist ein verwöhnter Bengel. Okay, schwierig. Lustig. Lustig, okay. Also, mein Sohn Timothy ist ein verwöhnter Bengel. Ich habe viel mit meinem Geschäft zu tun und keine Zeit dafür zu sorgen, dass er endlich erwachsen wird. Aber ein paar Wochen mit Ihnen tun ihm sicher gut. Verstehe. Gut, ich nehme ihn als Teil meiner Crew auf, wenn Sie mir Ihre Anteile verkaufen. Verdiene dir Hopkins Wohlwollen, indem du eine Weile seinen Sohn mit auf Reisen nimmst. Okay. Stufe 7, ach du Heiligste. Das ist auch noch nur sein Adoptivsohn. Der braucht doch sich. Ist doch kein Rufschaden, wenn der Adoptivsohn Mist baut, oder? Klingt gut, bringen Sie ihn zum Zug, können wir nicht machen, weil wir voll sind wahrscheinlich. Freier Crewplatz, okay. Ich hüte müssen keine Mütter-Sühnchen. Sehr schön. Ja, dann müssen wir halt. Wer ist denn der Schwächste hier im Glied? Wir hatten doch gesagt, der eine, der muss eh weg. Achso, den haben wir schon weg. Wir haben den einen gegen Crazy Horse durchgetauscht letztes Mal. Aber es stehen von uns sowieso überall irgendwelche Leute an Bahnhöfen rum. Also dann würde ich sagen, ist derzeit vielleicht. Na, wobei das ist der Dampfracer. McLean ist der, ne? Dampfracer, den brauchen wir. Das heißt, es ist eine Entscheidung zwischen. Also entweder Crazy Horse oder Melvin. Melvin ist 21, der hier ist 16. Just saying. Ja, was hat der Melvin nochmal? 17, 16, 24 oder 10. Das ist aber crazy gerade, ne? Melvin wäre. Ja. 18, 27, okay. Beweglichkeit war, glaube ich, ein Nachladetempo, oder? Und Intelligenz war Treffergenauigkeit oder so. Nachladetempo und Ausweichen, genau. Und Intelligenz ist kritischer Schaden und was? Talentslots. Okay. Dann würde ich eher sagen, vielleicht den Crazy Horse raus. Okay. Crazy, wo bist denn du?
Du kannst ihn ja nicht verkaufen, sondern mal hinstellen. Ja, das war auch mein Gedanke gerade. Ach nee, wie war das nur mit Rechtsklick, ne? Mein Gott. Sorry Leute, neue Woche, neue Aufnahmesession. Ich muss erst wieder in die Steuerung einfinden. So. Das dauert dann ein paar Folgen und dann ist wieder Folgen. Und dann ist schon wieder Folgen vor. Genau, das ist Folgenende. So. Klingt gut, bringen Sie ihn zum Zug. Bringen Sie ihn zum Zug. Genau. Schule des Lebens. Ist er schon an Bord? Das hier, ne? Genau. Müssen wir den noch ausrüsten? Ja. Okay, war ja klar. Haben wir noch irgendwas Tolles? Können wir ihm mir die Sachen vom Crazy Horse mal geben? Und dann wieder durchswitchen? Vom Crazy Horse. Und Gürtel auch. Ja, ja, eins und einer. Sieht Gürtel aus. Oh Gott. Ja, wieso kann ich nicht. Achso, das ist. Warte mal, wo ist das jetzt? Das ist ja. Warte mal, kann man das hier irgendwie sortieren? Was willst du machen? Da. Fangen wir doch mal so an. Was hat denn der? Ich würde gerne nur. Ich hätte doch keine Tinkturen reingezogen, die du am Ende hast dann. Ja, das Problem ist, er wirft ja alles durcheinander. Das Tomahawk ging auf einmal auch eben hier oben. Ach so. Wenn ich jetzt den Kräuterbeutel. Guck mal, wo ist der Kräuterbeutel? Der ist jetzt da oben hin. Die Sachen finde ich alle nicht mehr wieder, egal. So, zack, wieder hier rauf, dann kriegst du Dynamit, damit muss er mal umgehen zu lernen. Was ist denn das hier noch? Ja, ne, du kriegst kein großes, du kriegst hier maximal ein mittleres. Hellfläschchen. Oder auch nicht. Gut auch nicht. Und es hat kurz nicht getriggert. Dann kriegst du noch eine kleine davon. Ohne Bombe. So. Eine ganz witzige Quest, finde ich. Okay. Und ich habe natürlich gleich probiert, zuerst mal. Ich dachte, der ist Stufe 7? Den rein zu. Ne, den müssen wir auf Stufe 7 bringen. Der ist Stufe 1. Oh. Ich habe versucht, den gleich mal wieder auf den Bankgleis zu stellen und zu sagen, so nur kurz reinnehmen, wieder raus, aber triggert natürlich nicht, weil er erst 7 sein muss. Oh je. Aha. Oh je, oh je. Aber es ist ganz lustig eigentlich. Die Spielidee. Ja, dann spielt man halt aber es ist ja mühsam. Charakter hier durch, ne? Zu leveln. Ich meine, wir nehmen jetzt ja hier schon einen gewissen Rückschritt ein, was unsere Crew angeht. Ja. Die Frage wäre ja echt, ob man irgendwann einen anderen Waggon nimmt, wo man vielleicht noch einen vierten mit einpacken kann. Naja. So. Springen wir mal zur Öffnungszeit von dem Rathaus. Wir wollen, also ich nehme an, Cincinnati ist jetzt schon unser erstes Ziel, oder? Cincinnati, die Mörserkanone, die ist auch recht teuer, aber ja. Ist halt das, was jetzt am nächsten liegt. Ansonsten Chicago, dann fahren ist wir halt einmal Chicago durch den nicht Fall. Näher? Chicago ist ganz oben links. Wir sind gerade ganz unten rechts. Okay. Ja, dann Cincinnati, da war auch, glaube ich, die Aufgabe vom JFK. Das kann sein. Oder in Indianapolis, oder wie es heißt. Ja, für Cincinnati hätten wir auch noch einen guten Auftrag. Oh. Guten? Das hier wäre auch ein guter Auftrag. Anlieferung von 11 Einheiten Waffen nach Jackson, oder? Nee, nicht eine Anlieferung. Nee, ja, aber es ist für die Stadt, das gibt doch dann keinen Rufverlust. Ja, nee, Rufverlust nicht, nur Zeitverlust. Ach so, meinst du das? Ich schau nur mal ganz denn, wo kurz. Wo gibt's denn Waffen? In Atlanta, das ist 2 Städte weg. Okay, und in Atlanta sind sie erlaubt und in Jacksonville sind sie erlaubt, okay. Ist das also es wäre schnell. Dazwischen ist, soweit ich weiß, wie hieß denn diese andere Ort, Montgomery? Nee, ich meine eher, ob dazwischen irgendeine Wache ist. Achso, nee, das wären die 2 Gleise, wären das hier nur. Okay. Also es wäre jetzt gerade sehr leicht schnell verdientes Geld. Joa. Dann hau raus. Dann such mal für Atlanta. Für Atlanta. Haben wir hier Passagiere für Atlanta? Nee. Für irgendwas, was dazwischen liegt. Jo. Eisen, aber nicht gerade sehr viel gewinnen. Das ist ja auch wieder so eine Kackstadt.
Das ist das zweite Wilmington oder so, ne? Alter, hieß ja gar nichts. Nee. Da würde ich ja maximal ein bisschen Eisen mitnehmen. Da ziehen wir doch. Ja. Naja, einen Hauch von nichts. Ja. Hau raus. So. Na, wobei. Komm. Sind wir richtig gründlich. Was sagt denn die Post? Post. Was sagt die Post? Mockspiel. Naja. Naja, nicht ganz. Können wir, wenn wir, vielleicht. Wenn wir nach Cincinnati hochfahren und der Brief liegt immer noch da, können wir den mal mitnehmen dann, weil Knoxville wäre hier. So. Ja, ja. Der, ne. Tschu-tschu. Montgomery. Montgomery das Scott. Genau. Wie ein Track ist, ey. Gloria aus Cleveland. Ja. So, dann springen wir hier auch mal vor. Wollt ihr zufällig Eisen als Anlieferung? Stahl! Nein, 9, wir haben nur 8. Wobei. Habt ihr vielleicht eine im Markt? Nee, war ja klar. Na dann nicht. Aber wir könnten doch. Naja, nee. Einmal hin und her fahren lang. Danach muss es auch wieder mit der normalen Story weitergehen. So. Waffen wollten wir mitnehmen. Und zwar. Wie viel brauchen wir? 11. 11. 11. So, dann haben wir noch 7 Einheiten Platz. Hast du einen leckeren Transport auf der Fahrt? Wir haben abgegradet. Wir haben abgegradet, ja, massivst. Montgomery, 7 Einheiten Werkzeug. Wäre eine Möglichkeit. Ja, ich hoffe, wir kriegen die vom Gewicht. Weil wir haben jetzt 68 von 74. Ja. Noch. Steht hier das Gewicht? Werden. Glaube nicht. Werkzeug 11,9. Mm-mm. Oh. Steht sogar da, okay. Naja, da nicht. Wäre jetzt echt schön gewesen, aber leider nicht. Außer wir lassen Waggon da, wenn wir sagen, wir kommen ja da eh wieder vorbei bei Atlanta. Stimmt, habt ihr Passagier, den wir mitnehmen können? Montgomery. Wie langsam werden oder wie viel Platz hätten wir dann ohne Passagierwaggon? Also 11 Tonnen waren das jetzt, ne? So wird es gehen, wenn wir den Passagierwaggon hier lassen, können wir locker 11 Tonnen mitnehmen, fast 20 sogar. Mhm. Wollen wir das machen? Ja, würde ich sagen. Wir müssen unseren kannst Ruf du den nehmen. Noch reparieren? Nebenbei? Warte. Dass wir das auch ein bisschen effizient nutzen? Ja. Ja, cool. Zack. Weil ich habe nämlich auch das Mal gesehen, die müssen wir, glaube ich, auch noch irgendwann mal machen. Echt auch schon wieder, oh Mann, ey. War die nicht total im Arsch? Ich weiß, wir haben sie irgendwann mal zwischen zwei Folgen auch wieder hochgeheilt, aber ich weiß nicht, ob das letztes oder vorletztes Mal wieder war. Guck mal nach. Es geht. Also, das vorderste. Okay, ja, geht, stimmt. Kann man das hier irgendwo sehen? 687 von 1000 hat sie. Mhm. Also noch so ungefähr 55-60% oder so. Werkzeug nach Montgomery? Werkzeug nach Montgomery, genau. Zack. Zack, zack. Jetzt sind wir da voll, da können wir keinen mitnehmen. Ja, das heißt, wir können los. Ist dann habt ihr Post für. Nee, falsche Richtung, Freunde. Der Druid. Der Druide. Becomes human. Quatsch, erstmal Montgomery. Didi. Oh, was ploppt denn da auf einmal? Ist das... Oh. Ach, da war was, ne? dann würde ich sagen, machen wir nein. Wir fahren einfach nach... Da steht gerade jemand vor bei den Schienen. Nicht, dass das jetzt jemand ist, der uns kontrolliert. Banditen. Ist gerade was aufgeploppt. Das Banditenlager. Okay. Boah, das leckt heute aber ewig. Hinten nach die Übertragung. Okay. Was siehst du denn jetzt aktuell? Jetzt geht's aber. Du hattest vorher Banditenlager gesagt und da war noch der andere Screen. Oh, okay. Ja, good old Skype. Na gut, dann fahren wir halt erst nach Jacksonville und dann fahren wir zurück nach. Oder du speicherst mal hier und probierst mal reinzutreten. Ich dachte, es funktioniert nicht, wenn man es direkt von der Stadt aus macht. Ja, mit einer gewissen Zufallswahrscheinlichkeit. Ich
37% ist halt auch recht viel, ne? das war das Werkzeug, was wir hier abgeben mussten, ne? Genau, müssen wir vorspulen. Zack. Hier, nehmt euer Werkzeug und seid glücklich. Was sind hier so für Aufträge eigentlich? Medizin nach Louisville liegt nicht wirklich auf dem Weg. Anlieferung Nahrung, Anlieferung Öl. Ja, Louisville liegt so halb auf dem Weg. Nahrung haben wir nicht. Müsst doch bei Atlanta vorbei, dann Knox und dann kommt doch Louisville, oder? Ich schau mal eben. Atlanta, Knox, Louisville, Cincinnati, ja. Ja, also wäre schon auf dem Weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also da sehe ich, also wir müssen den Bauernhof kriegen, Freunde. Oh Gott. Aufgabe fürs Leben. wir hätten hier auch noch eine Möglichkeit, 7 Tonnen Öl anzuliefern und Jacksonville, wo wir im Anschluss hinfahren und wo wir zwangsweise hier wieder auf dem Rückweg vorbeikommen, hätte 9 Tonnen Öl. Okay. Wäre halt nochmal 20er Ruf, dann hätten wir hier schon mal 60 in der Stadt, die wir das letztes Mal freigeschaltet haben. Ist vielleicht jetzt nicht so von schlechten Eltern. Ja, aber wir haben wir nicht gesagt, wir machen gleich wieder eine Hauptstory weiter. Heute noch nicht. Damit der Tilbert nah nicht noch eine Sache wegschnappt. Du hattest nachgeschaut, das hast du jetzt, glaube ich, offscreen erwähnt, dass eine Quest fehlgeschlagen ist. Das sind wir auch selber drauf gekommen, aber wohl, weil wir uns zu lange Zeit gelassen haben. Moment, hast du mir vorhin nicht zugehört? Hm. Ich habe reingeguckt in der Aufnahme. Die letztes Mal. Und da war keine Aufgabe, die schiefgegangen ist. Es war einfach nur meine Vermutung, weil wir vielleicht zu weit ja, waren. Ja, wir haben es nicht abgeholt. Wir haben zu lange gebraucht. Das sage ich doch. Oder was meinst du jetzt? Dann reden wir aneinander vorbei. Welche haben wir denn nicht? Also eine Aufgabe, von der wir nicht wissen, die haben wir nicht abgeholt. Na, du hattest ja gesagt, wir haben ja selber gesehen, wie dann plötzlich das Pendel für den Dingens ausgeschlagen ist, für den Tibet Nahen. Genau, weil unser verräterischer Bruder mit ihm einen Pakt eingegangen ist. Genau. Aber das macht er nicht aus heiterem Himmel, sondern das macht er, weil eine Quest nicht geklappt hat. Und du hast gesagt, du hast nachgeschaut und wir hatten keine Quest. Demnach haben wir die einfach nicht abgeholt. Und es gäbe jetzt noch einige Quests, die wir noch nicht abgeholt haben und dementsprechend auch noch nicht gemacht haben und die der Tilbert nachmachen könnte. Verstanden? Ja, okay. Soweit habe ich tatsächlich nicht gedacht, dass das Spiel uns zwingt, Städte aufzusuchen, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Wo dann, ich weiß doch gar nicht, wo die Brüder alle sind. Schirm, also den Kennedy, die Quest haben wir ja am Schirm. Ja, das haben wir auf dem Schirm. Aber wo steht denn jetzt wo steht denn jetzt der andere Bruder? Der Michael, der letztes Mal gesagt hat, ich verkaufe meine Anteile an Tilbert. Na, wie findet man denn den jetzt wieder? Gute Frage. Wird aber auch egal sein, weil. Ja, aber nicht, dass das nochmal vorkommt. Das geht nicht schon in den Brunnen gefallen. Na, noch mehr Anteile hat er ja auch nicht. Okay, na gut. Ja, aber es liegt halt jetzt gerade einfach auf dem Weg. Wir fahren jetzt nach Jacksonville und anschließend zwangsweise eh wieder hierhin. Ja, es liegt halt sehr viel am Weg an. Okay, mach mal. Ja. Vor der Aufgabe sagt er noch, wir brauchen Geld. Und jetzt geht er jede Aufgabe aus dem Weg. So, Andi, wir haben den Passagierzug gar nicht dabei. Haben wir noch irgendwas hier Tolles zum Mitnehmen für Jacksonville? Jacksonville. Alter, die Stadt hat ja gar nichts. Doch, Schmuck hat sie. Na komm, ich gib's ein bisschen Schmuck. Ja, Schmuck, das sieht doch ganz gut aus. Schmuck für Jacksonville. So, Banditenlager heißt aber, das ist freundlich. Das ist jetzt nicht wieder, dass wir hier kämpfen müssen, oder? Nee, die sind freundlich. Okay, gut. Haben ein Bedürfnis an Juwelen, das heißt, dort könnten wir es auch verkaufen. Oh. Wird auch Waffen geben. Was würden die denn für Schmuck geben? 1246. Machen wir das? Und nehmen dann stattdessen noch ein paar Waffen mit, die wir dann in Jacksonville, die ja Waffen erlauben, verkaufen?
Ja. Okay. Würde ich sagen. Verbrauchsrate 2 pro Woche, Alter. Was machen denn die Banditen mit dem ganzen Schmuck? Ja, vor allem dachte ich eigentlich, Banditen überfallen irgendwelche Leute, um an Schmuck ranzukommen und handeln damit nicht. Und ganz komische Gangster hier. Hast du Whisky? Ja, nee, nicht wirklich. Tschö. War halt auch diesmal kein Händler mehr da für Waffen, also für Inventarwaffen. So, Freunde, hier hätten wir eure Anlieferung von 11 Einheiten Waffen. Wollt ihr noch mehr? Ne, ihr wollt auch Öl. Ach ne, Einheiten Nachlöse. Okay, Stahl, Richmond, ne, liegt alles nicht auf dem Weg. So, das heißt, Waffen hier raus. Haben wir schon mal 4000, fast 5000 Gewinn gemacht seit Anfang jetzt hier. Mit gerade mal 2 Städten. Öl sammelst, oder? Für die eine Quest, die du da angenommen hattest? Stimmt, genau. Öl. Nicht, dass wir da einen Fehler machen. Warte, ich muss mal ganz kurz... Das ganze Geld, was wir bekommen haben, gleich wieder raus. Bing, bing, 7 Einheiten. 7. Zack. So, die bringen wir zurück nach Montgomery. Und von Montgomery könnten wir dann theoretisch gleich hoch nach Cincinnati. Mhm. Gut, so. Gibt es einen Auftrag für Cincinnati? Cincinnati, Tabak. Tabak. Wir sind aber noch halb voll, das heißt. Geht eh nicht. Noch. Warte mal, Anlieferung von Öl nach, wohin? Das ist die Montgomery, die nächste Stadt, die da, wo wir gerade herkommen. Also, wir fahren jetzt von Jacksonville, nochmal grob angesprochen, nach Montgomery, das ist das Öl und werden da wieder frei. Und dann könnte man theoretisch da nochmal gucken, ob es einen Auftrag für irgendwas in Atlanta, Knoxville oder Louisville oder sind sie alle müssen wir weit. 1, 2, 3, 4. Aber irgendwas auf dem Weg da liegt, ansonsten. Ja. Hat Montgomery Tabak? Ja. Sonst würde ich was Lustiges probieren. Da war doch gerade die Anlieferung von Tabak, oder? Die wir nicht annehmen können, weil wir voll sind. Ja. Richtig? Du meinst die hier. Die 13 die Einheiten. Tabak nach Cincinnati, genau. Du willst die Aufgabe annehmen, wenn wir erst das Öl wieder ausladen? Nee, wir können die Aufgabe ja jetzt schon annehmen, theoretisch. Echt? Und dann... Ja, also wir können jetzt erstmal die 7 Sachen, die wir jetzt noch geladen haben, ausladen. Dann den Auftrag annehmen, dann wird uns das hier reingeladen. Exakt das, was ich gerade sagte. 7 von den Tabak aufs Gleis stellen und dann Tabak nachkaufen in Montgomery, weil wir gerade nachgeschaut haben, dass die das haben. Genau. Weil ich vorsichtig mal hin. Jo, dann tun wir so. Dann machen wir es so, oder? Make it so. Hey, mit euren Tabak, wo ist er denn da oben? Wie viel müssen wir jetzt ausladen? 7? Ja, 7. 7. Ja, aber wir haben ja noch theoretisch 5 frei. Das ist eigentlich nur 2, ne? So, ich raff da. Wow. Alter, hallo. Irgendwann machst du mich komplett fertig mit deinem permanenten zu viel klicken. Also, wir haben 2. Ich tue mal den Rest mit. Ja, wir kriegen zwar permanent Geld, aber wir geben auch wieder permanent Geld unnötigerweise aus. Ja, so komm, so groß wird der Fluss jetzt auch nicht sein. Minus 7, das heißt, wir haben 11. Ja, wir haben, wie viel sollen wir anliefern? 13, ne? Ja, das kriegen wir in Montgomery locker zusammen. Okay. Der Timothy hält schon Level Up. Vielleicht kriegen wir den sogar gleich auf 7. Was gehen wir dem? Beweglichkeit? Ist der raus? Beweglichkeit. Wir selbst haben auch ein Level Up. Mhm. Oh. Revolverheld. Ich wäre mal für Zielfokus. Das war was anderes als Revolverheld. Okay. Einverstanden?
Oder ist das eher nicht so tolles Zeugs? Ich überlege gerade, Chance auf kritische Treffer wäre plus 5% im Vergleich zu kritischer Trefferchance plus 3%. Sehe ich mich eher beim Linken, muss ich sagen. Weil da noch andere Sachen dabei sind. Kritische Treffer, lol. Okay. Lol. Wenn da nur lol sagt, dann. Was denn? Fand die unterschiedliche Betitelung. Genau, danke sehr, so heißt das Wort. Einfach gerade nur so witzig. So. Was wird denn die Clara da auf der rechten Seite? Mit so einer weißen Schrift. Clara Kirby. Kirby! Guten Tag und hallo! Sind Sie wohl nicht von hier, oder? Nein, bin ich nicht. Ist das von Belang? Aha. Weil ich etwas zu verkaufen habe, für das sich nur jemand interessieren würde, der meinen nichtsnutzigen Ehebrecher von Ehemann nicht kennt. Er ist der Schlüssel zu einem Es ist der Schlüssel zu einem Tabaklager. Ja, wir sind voll mit Tabak. Ich wollte gerade sagen, gerade ganz ungünstig. Können Sie denn nicht an jemanden von hier verkaufen? Weil die alle wissen, dass ich ein Scharlatan bin. Ist der Ruf erst ruiniert, ne? Ja. Ja. Niemand würde ihn haben wollen, weil sie wüssten, dass ich ohne das Einverständnis meines Mannes verkaufe. Aber diese Schweinehund hat eine Affäre mit einer anderen. Ich will es ihm heimzahlen und seine Tabakvorräte verkaufen, bevor ich ihn verlasse. Okay, über welche Mengen reden wir? Im Lager liegen 30 Ballen Tabak. Den Schlüssel würde ich Ihnen für $120 verkaufen. Braucht das Geld, um von hier wegzukommen. Okay, fahre nach Philadelphia und hole den Tabak in Philadelphia ab. 30, das heißt, wir müssen da zweimal hin und her fahren. Ist aber keine zeitlich exklusive Sache. Sollen wir es eigentlich auch irgendwo hinbringen oder kaufen wir einfach nur Tabak und haben es dann zu unserer freien Verfügung? Belohnung Tabak. Also wir könnten es theoretisch jetzt hier für $120 kaufen, da lagern und wenn wir es mal irgendwie zufällig wieder nach Philadelphia verschlagen haben... Einfach mal einpacken. Nee, wir müssen ja das Tabak in Philadelphia abholen, steht doch da. Oder deinen Tabak in Philadelphia ab. Ja, aber dann steht er am Bahnsteig, oder? So wie die Schmuggelfracht neulich da. Oder? Warte mal, was steht denn im Text? Liebe meine Text, vielleicht werden wir ja dann schlauer. Clara hat kürzlich erfahren, dass ihr Ehemann sie nicht nur mit einer Frau aus derselben Stadt betrügt, sondern obendrein plant, mit der Dame nach Süden durchzubrennen. Doch Clara lässt sich zum Clara lässt sich zum Narren halten. Fehlt doch vielleicht das Wort nicht? Sie weiß doch Bescheid. Sie sucht jemanden. Doch Clara lässt sich zum Narren halten. Das sagt sie über sich selbst wohlgemerkt. Sie sucht jemanden, dem sie den Schlüssel zu einem Lager verkaufen kann, in dem sich eine große Menge Tabak befindet, den ihr Mann eigentlich zur Finanzierung seiner Flucht verkaufen wollte. Also ich verstehe es jetzt so, klemme ich aber auf, wenn ich falsch liege. Wir kaufen jetzt für $120 eine Freischaltung, dass in Philadelphia dann, wie viel waren es, 30 Ballen Tabak liegen. Am Bahnhof, oder? Und was hätte sie da davon jetzt? Also $120, mit der sie abhauen kann. Okay. Das heißt, die Quest ist dann beendet, sobald wir in Philadelphia das Tabak abholen. Ich vermute sogar, sobald wir im Prinzip hier auf einverstanden kaufen klicken. Okay. Ich sehe halt kein Ziel für die Aufgabe. Deswegen. Ich fände es jetzt halt nicht falsch. Nicht so es ist halt günstiges, also wenig Geld für so viel Tabak. Glauben. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Ich klick mal einverstanden, oder? Mach mal, wir können uns immer noch überlegen, ob wir es machen. Neue Aufgabe? Doch, das ist eine Aufgabe. Der Zorn einer verschmähten Frau. Fahre nach Philadelphia. Hm. Okay. Na dann. Ja gut, ist zeitlich unbegrenzt. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan, wo Philadelphia gerade liegt. Das sind gerade völlig aus den Augen verloren. Ganz oben. Ganz oben? Boston, Portland, New York. Ach, hier. Genau. Und der Mark war auch noch da, mit dem er reden konnte. Aber ich glaube, der mit dem haben wir schon geredet, oder? Wegen der einen Quest. War Mark nicht der
der uns den Sohn gegeben hat. Den wir über die Quest geredet haben, wahrscheinlich. Das ist doch dessen Sohn wir haben an Bord, oder? Ja. Ja, der Grünschnabel. Okay. Guti. So. Das heißt Montgomery. Und wir haben noch irgendwo einen Zug stehen. War der da? Oder war der in Atalanta? Ich glaube, Atalanta war das. Guti. Dachte, ich frage mal nicht, dass wir vorbeifahren. Schau nochmal zur Sicherheit. Ja, Atlanta steht der. Okay. In Jacksonville steht hier unser Crazy Horse. Ist natürlich ganz abgeschlagen hier unten rechts in so einer einzelnen Stadt. Mhm. In Louisville steht auch noch ein kleiner Frachtwaggon. In St. Louis liegen auch nochmal 14 Tonnen Tabak übrigens. Arthur McCall steht in Tabakmogul. Ja, echt mal. In Washington haben wir unser Hotel. Ach, guck mal, hier unten sind noch mehr Waggons. Noch ein kleinerer mittlerer Frachtwaggon in Cleveland. In Buffalo wartet noch ein kleiner Passagierwaggon und 13 Tonnen Stahl. Glaube ich, seit mittlerweile 4 oder 5 Aufnahmesessions liegt da Stahl rum. Ich glaube, bei Siedler von Katan könnten wir jetzt voll das Tabakmonopol machen. Ja. 2 zu 1 tauschen. Ich hätte gern ein Stroh und ein Schaf. Ich will nämlich eine Stadt bauen. Die Stadt muss ja aussehen. Stroh und Schaf. Es kommt auf die Kreativität an. So, ja, wir haben eigentlich alles, wir können losdüsen. Schaut es mit der Folgenlänge aus? Ey, ernsthaft? Nehmen mal an, Folge. Ja, wir ziehen das jetzt auf. Ja, wir haben gerade mal 2 Städte abgefahren, ey. Wir ziehen es noch ein bisschen. Wir sind bei 32, sind wir schon. Aber ich glaube, wir reden einfach zu viel. Keine Ahnung. Okay. Unser super Talent hier. Hier bitte euer Öl, eure Gelauchtheit. Wir könnten hier noch 4 Einheiten Medizin für Louisville einladen, was auf dem Weg liegt. Ja, wir müssen erstmal das Tabak kaufen. Den Tabak kaufen. Den Tabak kaufen, aber da brauchen wir nur 2. 2, genau. Aber nicht, dass wir das vergessen und dann dumm dastehen. So, was haben wir jetzt noch Platz? Wir haben 5 Platz, damit kriegen wir Medizin immer noch rein. Nehmen wir es mit? Ja. Ja, können wir machen. Kommen wir eh vorbei. 7 Tage. Wir haben Tabak geladen. Tabak ist nicht schwer. Ne, das schaffen wir. Okay. Eine Sache könnten wir immer noch mitnehmen. Ich habe keine Ahnung. Soll ich nochmal einen Tabak oder Medizin mehr mitnehmen? Oder Schmuck. Schmuck ist hier noch günstig. Okay. Louisville. Brauchst du. Wo ist denn Louisville? Schmuck. Außer wir haben noch einen Passagier, der vielleicht ein Gepäck hat, der mitkommen möchte. Wir haben keinen Passagierwaggon, der steht in Atlanta. Oh, dann nicht. Ja, komm, nimm mal einen kleinen Schmuck mit. So. Dann fahren wir erstmal bis nach Atlanta, laden da den Waggon an, oder? Den nehmen wir mit. Ein Kuckucksclan, sehr schön. Puh. Der hat mich dort nämlich mal erwischt bei Atlanta. Echt? Oh Gott. So. Das ist erledigt. Passagiere mitnehmen? Gucke ich gleich. Ich gucke auch mal nur die Reihenfolge. Louisville. 6 Tage. Schaffen wir. Okay, wunderbar. Und Tabak Cincinnati ist gleich dahinter, ne? Ja, gut. Wilmington. Wir können wieder zurückfahren nach Montgomery, der mit 2 Stück. Nein, Scherz. nee, keine dabei, leider. Okay. Eine Aufgabe. Wir sind zwar eh ganz schön rattevoll. Ja. Nee, Anlieferung von Stahl. Da geht nichts mehr. Nee, wir sind die Jenny war blü. Wo war das noch? Das war so. Am Poker? Glückstisch. Irgendwie so, ne? Nee. Nicht? Mit dieser Zahl und dieser, die setzte auf Rot-Schwarz, Rot-Schwarz, auf Rot 8 oder Schwarz 12 oder so. Ach, da wo die Kugel sich dreht? Ja, genau. Ah. Blackjack? Wie heißt das? Blackjack? Keine Ahnung. Ich bin echt, also, Glücksspiel, da bin ich echt nicht so. Nee, gibt mir auch gar nichts. Ach ja. Ach nee, weißer Schweif. Du Sau. Okay, das war das mit Fahren. Okay.
James ist auch unser Lokomotivdampfer. Ja, genau. Hauen wir ab oder kämpfen gegen die 15 mit der Göre an Bord? Wir können ihn ja so ein bisschen losfahren. Okay. Die anderen wieder hinten hinstellen und wir fahren so mittelschnell. Genau, der scheint auch schon gut dabei zu sein. Dann stellen wir mal Walter, Melvin und Timothy. Damit der auch mal was lernt. Genau, so. Kleine Göre. Wir dürfen auch nicht zu schnell sein, weil auf halber Strecke kommt jetzt schon eine 25er-Kurve. Ja, 25, das werden wir noch nicht erreichen jetzt. Okay, doch. Okay. Jetzt geht's wieder los mit dem Galopp. Dilling, dilling, dilling. Schießt, Freunde, schießt. So, warte mal, dann kommen wir ja nochmal hier. Zack, hast du eine Eigenschaft? Echt? Gott sei Dank, schnell, ey. Du zündest mal deinen. Und du zündest mal deinen. Falls der... Du zündest mal deinen. Jeder zündet mal seinen. Einfach mal zünden, Freunde. Einfach mal zünden. Zack, vier schon mal down. Boah. Wo ist das Pferd jetzt hin abgehauen? Gegen die Wand gelaufen. Das ist so ein holographischer Berg. Da ist also ach so, das, da kann man okay. So reinreiten. So eine Picard-Schlacht. Oh, in Wirklichkeit ist gar nichts da. Oje, oje, da haben wir jetzt beide nicht geguckt. Wobei es ging. Wir sind wieder schnell runden. Ihr seid zu schnell, kommt nochmal zurück. Wo wollt ihr hin? Weißer Schweif, genau. Wer ist denn der hier oben? Hat der keinen Namen? Nee, nur immer der Anführer. Achso. Zack, da ist er down, der weiße Schweif. Wie die sich nochmal zu Wort melden, kurz vor ihrem Lebensende. 8 von 15. Also theoretisch können wir auch hier zu Ende ballern, glaube ich. Mhm. Alter, mit einem Schuss? One hit? Magst du wen in der Mitte hinstellen, dass der auch drauf schießt? Ja, ich kann ja Oldster mal hinstellen. Damit der nicht boarden kann, weil der überlegt gerade, glaube ich, ob er boardet. Flugzeugsprache. Meine Damen und Herren. Sie haben den Zug schon verpasst. Okay, der 30er schaut gut aus. Piu, 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 4 noch. Achtung, 15er Kurve, Anno. Ja, aber das geht sich aus. Ich bin gerade, hab's gesehen und dachte mir, ich gehe mal wieder runter vom Speed her. Sehr schön. Mal wieder die Indianer aufholen lassen. Kommt ran, kommt ran. Piu. Da waren's Nummer 3. 2. Mensch, Freunde, das ist der Waggon, den wir gerade jetzt repariert haben. Den der andere und beschießt. Aber ich finde das besser, als wie wenn wir hinten zum Beispiel den Tabakwaggon hätten. Weil Tabak fängt auch schnell zu brennen an. Das heißt, ja. Der Waggon wird die ganze Zeit zum Brennen anfangen, wenn die da drauf schießen. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, den in die Mitte zu packen. Oh, das heißt, ich soll den Crew-Waggon dann noch hinter die Lok packen oder ist das so okay? Trotzdem. So ist es okay, glaube ich. Okay. Toll, sehr schön. Beute. Enttäuscht. Boah, Knoxville hasst uns. Ja. Liegt an den ganzen Schmuggler-Arien, die wir letztes Mal gemacht haben. Ach, mit der ganzen Banditen. Genau. So, Freunde, aber mit jetzt knapp 40 Minuten unsere obligatorische Bounty-Time-Zeit. Bounty-Train, nicht Bounty-Time-Zeit. Bounty-Time. Bounty-Time. Bounty-Time-Train. Ach, Charleston, juhu. Juhu. Kommen wir da nicht gerade her? Naja. Ja. Jo, Freunde, ich würde sagen, ich bedanke mich beim Valve fürs Mitmachen, bei euch fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin, Hummel, Hummel, was. Genau. Tschüss, Hummel, Hummel, was.